Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Du kannst ja jetzt auch nicht einem Donkey Kong anmeckern, dass er aussieht wie ein Schwarz-Weiß-Film aus den 30er. Eigentlich hätte ich unseren Sound so kratzelig VHS jetzt machen müssen, weißt du? So wie bei den alten Schwarz-Weiß-Filmen. Da muss ich ja eher sagen, dass mir früher das gar nicht so aufgefallen ist, dass der Sound so beschissen war. Sondern dass, also beim Bild natürlich, aber beim Sound ist mir das jetzt, auch wenn ich alte Filme angucke, gar nicht so negativ aufgefallen. Oder bei Gamespielen. Da muss ich sagen, ist die Qualität meistens schon ziemlich gut gewesen. Du, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich gehöre zu den Leuten, die das lieben. Ich mag überhaupt nicht 80er und 90er Jahre Filme? Was ist denn heute los? 80er und 90er Jahre Filme nachzugucken oder nochmal zu gucken, die irgendwie überarbeitet wurden. Ich bin großer Fan davon, dem Film sein Alter anzusehen. Verstehst du, wie ich das meine? Kommt auf den Film an. Ja, aber wie gesagt, wenn ich mir Back to the Future zum Beispiel angucke, ich habe letztens mir die Blu-ray-Fassung angeguckt, irgendwie war die mir zu sauber. Weil man verbindet das Ganze ja dann doch schon mit den 80er Jahren. Jetzt geht's los, so langsam geht mein Puls hoch, die Musik kneift so langsam an meinen Nerven, es geht so gerade los. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, noch nicht mal die erste Welt durch. Vier Welten gibt's übrigens. Also soweit ich weiß, genauso viele wie auf dem Super Nintendo. Nee, aber du hast schon recht, Kritik muss auf jeden Fall sein, aber ich finde, Kritik muss auch immer im besten Falle begründet genannt werden. Kritik ist keine Kritik, wenn sie nicht begründet ist. Richtig, genau. So, Chat ist ziemlich tot. Entweder gucken alle oder sie sind alle schon von der Musik gestorben. Ich hoffe, ihr hört... Oder keiner traut sich mehr wegen der Aufnahme was zu schreiben, weil man Angst hat, dass man es am Ende gegen ihn verwenden könnte. Man kann Rishes Gesicht einfach gegen ihn verwenden, also macht euch nichts aus. So, mittlerweile habe ich... Nein! Die wollte ich zeigen! Du dummer Biber! Der Biber, Butzum. Fuck you, ja. Biber. Ich wollte zeigen, wie man auf den Fässern surfen kann. Ich glaube, das ging im SNES-Teil nämlich auch noch nicht im ersten Teil. Doch, das geht, definitiv. Ja? Ja, habe ich aber auch. Aber das sieht nicht so bescheuert aus wie hier. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist auch, nicht schwer. Weißt du, was mir gerade jetzt auffällt? Was? Didi läuft dir gar nicht hinterher. Nee, ich glaube, das war ein bisschen too much für den Gameboy-Ding. Wenn die da zusammen rumrennen würden. Aber das ist, bin ich ganz ehrlich, das ist eine Kürzung, die ich verstehen kann. Und da habe ich auf den Chat geguckt und bin tot. Die Steuerung, muss ich übrigens sagen, sieht schon schwammiger aus, als die auf dem Nintendo. Sie ist auch um einiges schwammiger, weil es einfach der Gameboy ist. Und ich glaube, der ist damit auch schon richtig hart an die Grenzen gekommen mit dem, was Rare hier wieder verzapft hat. Ja, das ist geil. Alter! Alter! Digga! Ich muss mich auch bei der Steuerung zum Teil richtig hart konzentrieren. So. Dun, 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 dun. Aber lebenstechnisch bist du ja gut bedient hier, ne? Ja, wenn ich sie alle kriegen würde. Ich sag ja, ich werde alt. Du siehst ja da oben, wie viele Münzen das fast noch hat. Ach oh, ich dachte, der ist ein Timer, der runterzählt. Okay, das hab ich nicht gecheckt. Nee, das sind die Münzen, die das fast hat. Das ist ziemlich timerlos, also... Ne, timerlos. Je nachdem, wie... Ja, zeitlos. Je nachdem, wie du dich hier anstellst, kannst du dich hier gut hochgrinden. So, jetzt aber. Yeah! Wird erst schaffen. Surfing! Ist toll. Wo konntest du denn das? Stimmt, in der einen Welt mit den ganzen Krachern konntest du das machen, ne? Da brauchte das Didi unter anderem, damit er überhaupt vorankam. Ich weiß auch nicht, ob es die hier noch gab. Ich glaube, die müsste es geben. Die habe ich als Kind immer als Bauarbeiter wahrgenommen. Das konnte man als im ersten Level schon mit dem Fassrollen machen. In Country jetzt? Ja, ja. Okay. Na du, ich habe den Bänden nicht hierher geholt, um ihn zu widersprechen, Alter. Nee, so, wir haben es aber gleich mit der ersten Welt schon. So. Oh, Leute, ich weiß auf jeden Fall, dass das... Ich bin ja mal gespannt vom Schwierigkeitsgrad her, aber ich habe wirklich im Kopf, dass es viel schwerer war als der Super Nintendo-Teil. Also, ich habe den Super Nintendo-Teil ja wirklich erst richtig
Ich habe ihn zwar als Kind immer angespielt, aber erst richtig durchgespielt habe ich den so mit 17, 18. Und ich bin immer noch der Meinung, dass der Gameboy-Teil wirklich einfach ist. Also ich hatte mit dem Super Nintendo-Teil zum Beispiel gar keine Probleme. Was ich jetzt mal darauf zurückführe, dass der Gameboy-Teil mich da schon gut geschult hat. Ist ja nicht so, dass wir das schon mal gespielt hätten zusammen. Ja, wann haben wir das erste Let's Play gemacht? Das war 19? Ah, 19, Anfang 20? Das ist schon ein paar Jährchen her, 2011 müsste das gewesen sein. Das ist schon ein bisschen her. Da war ich auf jeden Fall noch verlobt. Klingt voll traurig. Aber das müsste die Zeit rum gewesen sein. Also, wir hocken uns auch schon ein paar Jahre auf den Buckel. Ja, genau! Ach, da kommt schon der nächste anscheinend. Weil fast ein Arschloch ist. Ich hätte auch gesagt. Hätte jetzt fast getroffen, weißt du? Aber Hauptsache, die Schnapper sind hier am Start. Oh, ich bin eben kurz Rust, wir müssen Pause machen. Alles klar, gut, dann werde ich das Level jetzt noch beenden. Und dann machen wir gleich eine Pause im Stream, Freunde. Die wir schon angekündigt hatten. Der Benton wird dann essen, ich werde ein bisschen mit euch quaken. Und wir werden uns dann ein bisschen die Zeit gemeinsam vertreiben, bevor es dann hier weitergeht. Für die Zuschauer, die das Let's Play gerade an sich... Was zum Fick, Mann? Toni, geh arbeiten. Oh. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt hier gleich mal, um eine Pause zu machen. Finde ich schon. So, jetzt aber. So, hey, grüß dich, Pizza. An dieser Stelle. So, Was? Da war ein Ende. Da war ein Ende. Was? Das interessiert mich jetzt. Ist das eine Abkürzung? Boah, das ist mies, Alter. Das ist richtig assi. Wer kam denn auf die Idee? Grüß dich, Prozocker. Grüß dich, Prozocker RS Chumi. Oder so ähnlich. Gut, wir werden jetzt hier in der Aufnahme und im Stream eine kleine Pause machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Benton wohlgenährt wieder am Start ist. Bis gleich. So, der Benton hat sich wohlgenährt und es wird weiter mit Donkey Kong verkehrt. Erster Boss. Tot. Möge das Spiel beginnen. Weil ich den Joystick verwende statt das Steuerkreuz. Good wishes. Ja, die Bosse sind ganz anders. Frag mich nicht, warum es hier fliegende Rochen gibt. Können Rochen fliegen? Wie geil sind die denn? Ich kann's euch... Bist du jetzt der Crocodile Hunter oder was? Crocodile... Ohoho! Böse Benton, böse. Aber man kann hier dann auch gleich mal die Bossgegner ansprechen, denn ich bin der Meinung, die Bossgegner sind hier schwerer als im Super Nintendo Teil, was jetzt keine große Kunst ist. Kann ich noch nichts zu sagen. Was jetzt keine große... Ja, du musst aber schon sagen, das war schon mehr Aufwand hier, die Rochen, als der Biber im Super Nintendo Teil. Anderer, würde ich sagen. Die Welt verändert, das Rad neu erfunden hat er auch nicht. Oh, die Tempelmucke, die ist Porno. Übrigens, Pizza, zieh dir mal mein Frauen sind wie Pokémon Video rein. Ich glaube, das ist besser. Entschuldigung für die Schleichwerbung. Apropos Werbung, bevor ich es vergesse, falls ich es nicht schon erwähnt hatte, der liebe Benton, den ihr im Hintergrund hört, den findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung unter allen Parts. Schaut mal bei ihm rein, gerade wenn ihr große Nintendo-Freunde seid. Benton ist da wirklich ein Pro der alten Schule. Nicht so wie ich, wie ihr gerade seht. Und gerade für die von euch, die, sag mal eben schnell, gerade für die von euch, die jetzt gerne auch mal den Vergleich zum Super Nintendo nochmal haben wollen und keinen Bock haben, es selber zu zocken, der liebe Benton wird Donkey Kong Country auch auf seinem Kanal haben. Vielleicht im besten Falle, wenn ihr das Video ein bisschen später seht. Und dann könnt ihr ja gerne mal... Ja, es ist geplant. Dann könnt ihr... Ballon! Dann könnt ihr gerne mal beim Benton reinschauen und da euch nochmal so einen eigenen... Überblick machen, wie das Ganze im Vergleich aussieht. Und der Benton, der zockt da ziemlich schnell durch, wie gesagt. Ich hab den nicht umsonst hier. Also rüber zum Benton, Freunde. Macht da nichts falsch. Würde ich euch nicht empfehlen, wenn er Scheiße bauen würde. Zumindest was alte Nintendo Games angeht. Keine Angst. Was neuere Spiele angeht, ist ein anderes Thema. Leck mich am Arsch, siehste? Dumme Sprüche werden sofort bestraft, Benton. Du bist einfach der Nintendo-Gott, Alter. Hack's bei mir im Moment ab, aber das wird wahrscheinlich wegen... Oh. Rambi!
Obwohl, den sehen wir hier jetzt nicht zum ersten Mal. So, hier seht ihr übrigens schon mal, welche Welten es später noch geben wird, die es in den Super Nintendo-Teilen nicht geschafft haben. Das ist eine Großstadtwelt, das ist ein Wolkenkratzer, auf dem wir uns gerade befinden. Es gibt eine Big City in Donkey Kong Land. Oh, das ist geil, das mag ich. Wie viel Sinn das natürlich macht, dass die Affen da unterwegs sind, ist eine andere Frage. Ist halt Gameboy, ne? Man muss auch nicht immer alles didaktisch hinterfragen. Richtig, genau. Das war ziemlich einfach. Will ich mir das anschauen, fragt die Pizza. Du willst dir das anschauen, sagt der Wushi. Ja, 30% schon, also die Hälfte haben wir gleich gebacken bekommen. Also ich habe als Kind stundenlange Autofahrt mit diesem Game verbracht. Erste Unterwasserlevel. Das habe ich auch mit Super Mario Land. Ja, okay, das ist Hardcore. Ja, gut. Ja, aus der heutigen Zeit, wobei ich würde wahrscheinlich vielleicht doch nochmal meine Stunde brauchen. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Eigentlich könnte man mal echt so ein Gameboy-Event machen mit ein paar Leuten, oder? Was meinst du? Wo man echt so kurz Gameboy-Spiele, vielleicht bei dir auf dem Channel oder vielleicht so als gemeinsames Projekt auf mehreren Channels, wo man dann wirklich so alte Gameboy-Klassiker nimmt, die nicht lang sind und in einem Abend mal so ein paar Spiele durchsuchtelt. Das wäre eine Idee für ein Livestream-Event. Kann man tun. Gameboy-Livestream. Jetzt auch in Farbe. Ach doch nicht. Also so bescheuert wie die Steuerung zu Land ist, so gut ist sie gerade unter Wasser, muss ich sagen. Ich muss eigentlich mal sagen, dass ich sehr zufrieden mit der Wassersteuerung war. Nee, ich meine jetzt hier verglichen den Gameboy-Teil. Das habe ich jetzt nicht auf die Super Nintendo-Version gemünzt. Aber guck dir das mal an hier. Das ist alles hier schon ein bisschen enger gehalten. Einfach aus dem Grund, weil Donkey so fett ist. Im Größenverhältnis zwischen Character Model und Level, da merkst du schon, dass es ein Handheld-Spiel ist. Ja, super. Da hat er mir die Zehen abgenagt. Ja, jetzt baue ich auch nicht mehr runter. Jetzt hat er beim Runterfallen das G aufgesammelt. Hoch, 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 hoch. Was ist eigentlich mit der interaktiven Gaming-Community passiert? Ja, haben wir doch hier. Interaktiv. Hoch 10, Alter. Dafür bist du auch da, Ben. Interaktiv trifft eigentlich auch ganz gut. Die haben sich alle gelöscht. Alter, das ist schon gemein fürs erste Unterwasserlevel, musst du zugeben. Ich feier die Risse hier in den Säulen, die machen diese Tempelatmosphäre hier um einiges besser. Also man kann hier nicht sagen, dass man die Rare-Unterschrift hier nicht wiedererkennt in Sachen Detailgetreue. Wie stehst du eigentlich zu 64? Das hatte ich dich nie gefragt. Ich habe es ja irgendwann mal privat ein bisschen gespielt. Ich erinnere mich, du hast viel gemeckert über Donkey Kong 64. Donkey Kong 64, ne? Teil? Ah, fuck. Ja. Das ist, ehrlich gesagt, sehr lieblos dahingeklatscht. Da hat man versucht, an Banjo-Kazooie anzuknüpfen und das haben sie durch und durch nicht geschafft. Okay, findest also du nicht? Also es hatte nette Ideen. War 64 nicht sogar vor der Banjo-Reihe oder wahrscheinlich dazwischen sogar, ne? Banjo müsste da vor gewesen sein. Also Kazooie also jetzt, ne? Banjo-Kazooie ist zum Beispiel ein super geiles Spiel. Bist du jetzt gestorben? Habe ich den Tod verpasst? Ja. Jetzt definier mir, was für Viecher das sind. Ich denke mal, das sollen Austern darstellen, ne? Delay, tut mir leid. Das sind, Klapperviecher. Wasserschnapper! Tanztanten. Wasserklapper! Der Wasserschnapper kommt erst später. Lass sie uns Tanzis nennen. Tanzis? Ich erinnere mich gerade daran, wie Benton mal Counter-Strike... Du hast Counter-Strike gestreamt? Ja, ich hab das ist gar nicht so lange her, halbes Jahr oder so, ne? Heftiger Magger. Da hab ich Counter-Strike gestreamt. Ich war gar nicht so scheiße. Ja, du hattest erzählt, du hattest eine Phase. Du hast als Kind viel Counter-Strike gespielt, ne? Ja, beim Kollegen immer. Der hatte einen PC. Du hattest Freunde, du hast doch gesagt, du warst fett als Kind. Ja, und man kann auch Fettsack-Freunde haben. Schon mal der, von dem, die sich die Spiele ausgeliehen haben. Nein. Also der Rich Boy. Nee, der Fat Boy. Der Fat Boy. Nicht der Game Boy, sondern der Fat Boy. Da, ja. Fake-Ziel. Auf jeden Fall, bei dem habe ich oft Counter-Strike gespielt. Ich bin jetzt nicht gut, ich habe es dann nämlich danach Die Münze! Über 10 Jahre nicht mehr gespielt. Ich wollte die Münze nicht haben. Die Münze hatte AIDS. Die hatte AIDS? Die hatte AIDS, ich wollte die nicht haben. Super AIDS? Ja, Super AIDS. Oh, das ist schon mal gut, zwei Unterwasserlevel hintereinander. Ich denke mal, oh, Fettifische! Die sind geil! Fettifisch. Fettifische. Machen da Hass. Fettifisch. Der Wursch ist wieder fetter wie. Ja, schwimmt nur hin und her, der
Fatty Fish. Fatty Fish. Fatty Fish sind die Freunde, die ich niemals... Fatty Fish ist ziemlich... Obwohl, da muss ich sagen, da fehlen mir jetzt ein bisschen die Farben. Aber bitte mit Farbe. Aber bitte mit Farbe. Ja, wir haben es hier jetzt auch, muss ich sagen, im normalen Gameboy-Stil, also wie es auch auf dem Gameboy aussah. Ich muss sagen, der Gameboy Color hat ja immer so vereinzelt Farben auch aus den Standard-Gameboy-Dingern rausgezogen. An sich war der Gameboy Color die PS4 Pro des Gameboys. Aber das sieht hier bei manchen Gameboy-Spielen zum Teil, finde ich das echt grauenhaft, sieht das aus. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber so, wie es ursprünglich gedacht ist, als so eine halb hingeklatschte, eintönige Farbe. Ich gucke gerade nach Color Hacks, ob es davon welche gibt. Also es gibt eine Color-Version von Donkey Kong 3, das hatte ich gelesen bei Wikipedia, die haben sogar zwei Extra-Level gehabt. Es gibt auch Advanced Donkey Kong Lands, die sind aber, glaube ich, wirklich der SNES-Teil 1:1 übernommen, in schlechterer Grafik mit einem Zusatzlevel. Wenn man da dem deutschen Wikipedia glauben darf. Kannst du ja mal kurz nachlesen, wenn du die... Wenn mal schön, geh mal bitte auf den Donkey Kong Land Wikipedia-Eintrag. Der ist ziemlich übersichtlich. Und dann geh mal, ich glaube, unter dem Reiter Spielprinzip rein. Da sind ein paar Facts, die du gerne noch mal genauer bitte wiedergeben könntest. Wäre, glaube ich, mal interessant für die Leute. Ja, aber geht doch soweit. Aber wie gesagt, das Level hier... Fatty Fish. Die sind hardcore gefährlich, Alter. Wir haben uns gerade noch über Fette lustig gemacht. Entschuldigung. Ja, so leicht ist es dann doch nicht. Andere Versionen. Da müsste es drinstehen, der Unterschied zu Advanced und so weiter. Oh, Geheimnis! In Japan wurden am 28. Januar 2000 eine verbesserte und farbige Version von Donkey Kong Land 3 unter dem Namen Donkey Kong GB, Dinky Kong und Dixie Kong veröffentlicht. Ja, das ist Donkey Kong Land 2. Nee, für ein Color. Für ein Color. Nur für ein Color. Also nicht, Nur für ein Color. So, gucken wir mal. Ich bilde mich gerade weiter. Bilde dich weiter, du alter Donkey Kong Pro. Seit Oktober 2014 sind alle drei Donkey Kong Land Spiele im eShop des Nintendo 2Ds und 3Ds herunterladbar. Also auch die Gameboy Spiele? Krass. Ja. Das ist cool. Cool. Cool, cool. Müsstest du auch mal gucken, irgendwo müssten da auch Verkaufszahlen stehen. Die würden mich jetzt nochmal interessieren. Weil das Game hat sich gar nicht so schlecht verkauft. Ich glaube, das war sogar das 9. oder 10. meistverkauftes. Donkey Kong Land 2 wurde weltweit schätzungsweise 2,35 Millionen Mal verkauft. Auf der Liste der erfolgreichsten Gameboy-Spiele belegt es Platz 15. 15. Achso, Donkey Kong 3. Ja, Donkey Kong 1 müsste sogar unter den Top 10 sein. Der erste Teil wurde 3,91 Mal verkauft. Also 3,91 Millionen. Ich bin schon ziemlich dumm. 3,9 und einmal wurde er verkauft. Das letzte Mal war ich übrigens, als ich das Spiel hier fürs LP gekauft habe. Das ist das neuntmeistverkaufte Gameboy-Spiel aller Zeiten. 2014. Wie Diddy schwimmt, sieht es eher aus, als ob er ertrinkt und sich übers Wasser halten will oder als ob ein Hund schwimmt. Ja, irgendwie schon. Der dritte Teil wird 1,03 Millionen Mal verkauft. Übrigens, das heißt 1.030.000. Ich bin nur ein bisschen dumm. Hobby doof. Aber die Mucke ist echt geil, Leute. Müsst ihr zugeben. Benton kann das zwar jetzt nicht nachvollziehen, aber ihr im Chat. Das hört sich hier an, als wenn Donkey hier gerade dabei wäre, irgendwie einen Mordfall zu lösen. Der Mordfall der Tempelwache. Hua! Soll ich einen Inception-Stream machen, wie ich deinen Stream streame? Geht das? Wahrscheinlich dann bessere Qualität als dein Stream. Wie auch immer das funktioniert hat. Die sind hier übrigens auch neu, diese Tornados, über die ich gerade drüber gejumpt bin. Aus keinem anderen Teil bis jetzt. Die Tornados, ne? Oder die komischen... Tornados. Fuck you. Ja, das ist auch mies, diese scheiß Schlangentöpfe, Alter. Schnapper! Na, jetzt aber mal richtig hier. Du hast aber einen deutlich krassen Delay drin, als ich im Stream. Jetzt wird's langsam schwer. Ich weiß nicht, welcher Tod, auf jeden Fall. Das gefällt mir aber gar nicht sehr. Biber-Brüder. Und hier sind viel mehr Biber unterwegs als... Das scheinen hier so ein bisschen die Koopas zu sein von Donkey Kong Land. Detective Donkey Kong, du kannst ihn mit Bananen bezahlen. Richtig. Detective der Raub Donkey der mysteriösen Banane.
Boah, die Mucke ist echt. Also sorry, bei Musik, ich muss es leider sagen, gewinnt der Gameboy-Teil viel mehr. Auch wenn es so ein Gedudel ist. Aber das Gedudel ist richtig Porno.